Hi, hi und willkommen im grünen Universum. Mein Name ist Stefanie Jarantowski, ich bin Autorin und Wandermädchen und heute nehme ich euch mit hier in die Märkische Schweiz nach Buko, beziehungsweise in Münchenberg bin ich gestartet. Und hier, ganz süß, sind Schweine. Wartet mal, seht ihr die Schweine? Ich mache mal gleich eine andere Einstellung, dann seht ihr die Schweine. So süß, die Schweine. Seht ihr die? Oh. Sind das Wollschweine? Ich denke, es sind Wollschweine. Ich bin heute in Münchenberg gestartet, also mit dem Zug bis nach Münchenberg gefahren. Und jetzt habe ich vor, 20 Kilometer ist dieser Rundwanderweg, um den Schermützelsee herum. Und dieses Gebiet nennt sich Märkische Schweiz. Ich denke mal, weil es so bergig ist wie in der Schweiz. Also bislang sind die hohen Berge noch nicht gekommen. Aber ich gebe Acht und werde Bescheid geben, wie es aussieht. Ich bin auf jeden Fall total happy, raus aus der Stadt zu sein. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen auch beglücken hier mit dem Grün um mich herum. Ja, es ist einfach herrlich. Ein herrlicher Tag. Ihr seht, wie warm es geworden ist. Ich habe meine Jacke ausgezogen, Schal abgemacht und es ist so herrlich sonnig. Einfach genial. Jetzt bin ich im Schlosspark Buko. Ein schönes kleines Örtchen hier in Buko in der Märkischen Schweiz. Es ist übrigens Brandenburg. War jemand von euch schon mal in der Märkischen Schweiz? Hinterlasst einen Kommentar. Schreibt mal, wie es euch gefallen hat in der Märkischen Schweiz oder von mir aus, ob ihr auch sonst in der Schweiz schon mal wart und wie ihr es da fandet. So, und für mich ist es heute nochmal eine Tageswanderung und eine richtig schöne Tageswanderung, bevor es an den Schreibtisch geht. Was habe ich nämlich im November vor? Ich will zum ersten Mal beim Nanovrimo mitmachen. Nanovrimo ist die Abkürzung für National Novel Writing Month. Und es ist nicht nur national, es ist eigentlich weltweit quasi der Monat des Romanschreibens. Und ich möchte in diesem Monat mitmachen, das erste Mal. Ziel sind 50.000 Wörter. Das heißt, meine Geschichte, die Idee, von der ich euch letzte Woche auch schon erzählt habe oder beim letzten Vlog erzählt habe, von Felice und ihrem Ikigai, wie sie ihr Ikigai findet, den Roman will ich die erste Version in dem Monat schreiben. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, 50.000 Wörter in einem Monat, ob ich dann Zeit haben werde, einen ganzen Tag rauszugehen. Ja, rausgehen muss ich auf jeden Fall und ich muss mich auf jeden Fall bewegen. Ihr kennt mich, geht nicht ohne. Aber es ist schon eine Challenge. Und was mache ich, um mich dabei zu unterstützen, so motivierend? Ich habe mich der Schreibgruppe angeschlossen von Julia K. Stein. Die hat den Club ins Leben gerufen, Write That Book Club. Und genau für den Nanovrimo hier im November für den Romanschreibmonat. Wollt ihr auch mitmachen? Wer von euch macht mit? Schreibt's ins Kommentar hier bei YouTube, ins Video. Und zwar ehrlich gesagt will ich euch nur mal sagen, dass viel Feedback, was ich bekomme von einigen von euch, ist, dass sie eine Idee haben und schon immer diese Geschichte aufschreiben wollten, aber ja im Kopf noch haben, dass ihr Deutschlehrer ja mal meinte, sie können ja nicht schreiben und sie sollen es lieber gleich lassen. Und das ist so schlimm. Das finde ich so schade, weil der Deutschlehrer hat wirklich den inneren Kritiker so groß gemacht, dass viele sich gar nicht trauen zu schreiben. Aber das Wichtige ist einfach zu schreiben. Wenn es euer Traum ist, zu schreiben, dann schreibt. Ja, schreibt einfach los. Und ich kann euch wirklich sagen, auch es wird nie sozusagen sein, dass du schreibst eine Geschichte runter und das ist dann perfekt. Das geht gar nicht. Es ist immer ein Prozess. Es gibt immer mehrere Versionen und Iterationen. Und das Wichtige ist einfach erstmal aufzuschreiben. Wenn es euer Traum und euer Wunsch ist, schreibt auf. Und ich mache das wahr. Jetzt mein zweiter Roman im November beim Nanovrimo. Puh,
Also die Märkische Schweiz geht schon ganz schön hoch und runter, auch wenn man das hier jetzt gerade nicht gesehen hat. Das war noch vor dem Video. Also der Name ist Programm. Um den Schermützelsee bin ich rum. Und jetzt kann ich euch auch sagen, also erstens, Märkische Schweiz hat den Namen definitiv verdient. Also es geht hoch und runter, es ist ziemlich bergig. Und zweitens sieht es auch so ein bisschen aus wie in der Schweiz. Manche Häuser, die am Schermützelsee stehen, sehen für mich bayerisch oder eben nach der Schweiz aus. Also sprich, ja, vielleicht sind ja ein paar Schweizer mal hierher gezogen und haben hier ein Haus gebaut. Könnte sein, aber wisst ihr was? Gerade hier, ich laufe um den Scharmützelsee, denke nichts ahnend, kommen ein paar Spaziergänger oder auch ein paar Wanderer und da kommt auf einmal eine alte Bekannte an mir vorbei. Und vielleicht kennt ihr das, den Moment, wenn man sich sozusagen begegnet, einen anguckt und auf einmal macht so, die kennst du doch. Na, da haben wir uns sozusagen ausgetauscht auch über die letzten Jahre, was passiert ist. Und es ist ja eine ganze Menge passiert. Ich habe ihr erzählt vom Firmenverkauf und vom Buchschreiben. Und ja, das war ganz spannend und ganz schön, sich wiederzusehen. So, und jetzt geht's natürlich, ne? Also ich laufe jetzt noch weiter, wieder zurück nach Münchenberg. Ihr seht, es ist kühler geworden. Die Sonne steht tiefer. Ich habe meine Jacke an, mein Tuch um. Und jetzt wird es natürlich spannend, die nächste Woche, wenn der November beginnt, mit dem Nano Vrimo, was ich euch erzählt habe. Mit dem Romanmonat und den 50.000 Wörtern. Also bleibt dran, dass ihr erfahrt, schaffe ich es nicht. Abonniert diesen Kanal hier und klickt auf die Glocke, damit ihr auch beim nächsten Mal informiert werdet, wenn das nächste Vlog online geht. Und natürlich, bitte, 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 liked dieses Video und gerne auch kommentiert, ob ihr schon mal in der Märkischen Schweiz wart, ob ihr mitschreibt, ob ihr jetzt einfach mal wollt, dass eure Romanidee umgesetzt wird und losschreibt. Also lasst es mich wissen. Ich freue mich auf euch. Macht Wunder. Bis zum nächsten Mal.